Welchen Platz? Ich habe Schläger. Achso, der Tennisplatz. Ja, genau, weil das war ja das Haus, wo wir vorher mit Franklin waren. Wenn das schon steht, Trainer nimmt mich sehr hart dran. Was soll das denn heißen? Ja. Oh Gott. Oh fuck, ich weiß doch, was das für eine Scheiße jetzt ist. Was für eine Scheiß-Mission. Oh Gott, wie ich diese hasse. Wie ich diese Missionsserie hasse von dem Typ, ey. Oh Gott. Und das nehme ich auch noch mit nicht ganz, ganz vollen Gesundheit auch noch. Da kann er gut gehen. Oh, der Typ, ich hasse ihn. Oh, wie ich den Typen so gerne schießen würde, aber es nicht geht. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reform. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here, you'll hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but I never let them get too near. Oh, the fuck! Left. Oh. Der Typ ist einfach mal komplett high. I really screwed myself. Ich hasse diese Scheiße so sehr. Scheiß Aliens. Komm, Nacken abgekommen. Will euch nicht. Ich weiß nicht, wie es besser ist. Auf Third Person oder auf First Person? Schießen. I don't know. Ja, ja, komm. Haut ab, ihr verfickten Aliens. Ich mag euch eh nicht. Senor. So sehen Rockstar anscheinend in GTA 5 die Aliens. Denn wir haben ja das sowieso schon einmal gesehen im Filmstudio, wo wir mit Franklin herumgefahren sind. Die waren so dort nur verkleidet, aber wir werden die auch noch einmal sehen. Und da sind sie nicht verkleidet, aber das ist halt die Frage, was das dann ist, ob das wirklich ist, aber sind die nicht wirklich, aber ja. Ja, stirb einfach, du scheiß Alien, ich weiß ja nicht. Abflug. Wow, da oben! Ernsthaft? Oh Gott, gut, dass die Minimap hier ist. Abflug. Ich habe halt zwar keinen Plan, was Michael gerade wirklich in der Wirklichkeit jetzt so tut, während er hier herumballert, aber es sieht ja geil aus. Denn ich glaube, ich schätze mal weniger, dass jetzt hier ein... Hau ab! Dass jetzt hier ein Massaker oder so an... macht oder so, das ist natürlich sehr stark. Der Meter, das war... Komm, stirb einfach. Da oben, ich krieg einen Anfall. Stirb. Gott, ihr nervt. Dann geht's kacke noch. Oh. Obwohl sie eigentlich nervig ist, die Scheiße, und ich hasse diese Scheiße eigentlich. Glaube ich, das noch nie verkackt. Ich glaube, ich hab's. Jawohl, Gott sei Dank. Oder? Ja. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Du kannst mir mal mit einer guten Sache. Alter Schwede, Gott sei Dank ist die Kacke vorbei. Also mit Michael jedenfalls. Jetzt fehlt nur noch Franklin. Nicht Franklin. Okay. Badam babam. So, die andere Fremden-Freaks-Mission, ich weiß nicht.
Ich denke mal, wir könnten jetzt dorthin. Wir müssen auch dorthin laufen, weil sonst bekomme ich diese fucking Ausdauer nie voll. Das heißt, ja. Wir müssen laufen. Ich weiß nicht jetzt genau, was ich jetzt so 5 Minuten herum erzählen soll, aber was soll's. Denn ich meine, ich werde jetzt hier auch sicher nicht irgendwie was rausschneiden, also während ich jetzt hier herumlaufe und dann, dass ich dann einfach wieder einschalte. Nee, das wird hier einfach alles zusammengeballert. Ich bin echt mal gespannt, wie viele Parts das Ding wird, Alter. Das wird sicher immer mit 100 Parts wetten. Weil die Story selber dauert ja schon ewig. Und dann auch noch die ganzen Nebenmissionen, was ich dann vorhabe, also was ich sonst noch immer gemacht habe. Da kommt schon was zusammen, da kommt schon was zusammen. Muss ich mal sagen, ich hatte eine Waffen. Wow, das ist ja geil. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr, alles klar. Alles klar. Aber ich muss auch laufen, sonst bekomme ich die Ausdauer nie voll. Oh, Michael. Move your fat sorry ass. Was ist denn? Da hinten, da vorne ist irgendwas. Ja, warte. Wo ist die Fotze? Oh, der läuft mir zu schnell, ganz prima. Ich sehe ihn zwar, aber wenn ich jetzt einen Sniper hätte, dann würde ich ihn abballern, aber so? Nee, das ist mir zu blöd. Tja, wenn ich jetzt ein Auto hätte. Wieso geht die alle so schnell? Nur weil der Typ hier gerade geklaut hat, der ist sowieso schneller als ihr alle. Die läuft dem hinterher, ne? Er läuft dem nicht weg oder so. Aber egal. So, ja, der Typ ist gleich abgehauen. Wen juckt's? Mich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hier Lungenvolumen auch gibt, so wie geht das Andreas. Ich glaube aber nicht. Also man kann ja auch tauchen, man muss ja auch tauchen noch, aber der Lungenvolumen gibt es hier nicht. Es wäre halt auch nicht schlecht gewesen, was ich auch im Internet mal gesehen habe. Ein paar Dinge, die was für GTA geplant waren, aber die was ich aber nicht umgesetzt habe. Also zum Beispiel Fitnessstudio, so wie bei San Andreas, wo wir dann mit CJ richtig aufpumpen konnten, also vom so einem schmächtigen Typen einfach zum richtigen Gangster, sag ich jetzt mal. Und das wäre auch hier nicht schlecht gewesen, weil dann hätten wir einfach für sich so Quick Damage Event Kacke machen müssen oder so. Im Fitnessstudio hier. Und dann hätten wir auch unsere Ausdauer raufgepowert. Und nicht einfach so hier bescheuert runden laufen. Nicht runden laufen, einfach hier irgendwo hinlaufen. So wie ich jetzt gerade das hier mache. Wäre nice gewesen. Aber gut. Das wäre auch viel zu viel Arbeit. Ich meine, es wäre wirklich viel zu viel Arbeit. Weil das Spiel hat bei mir, Alter, 2-3 Tage gebraucht, bis die Kacke mal installiert war. Das war Silvester, glaube ich, fertig dieses Jahr. Also jetzt haben wir ja Juni schon. Also fast Juli, aber das Ding hat einfach so ewig lange gebraucht, 2 Tage oder so. Und ich glaube, ich habe die PlayStation auch 2 Tage durchgehend eingeschaltet lassen, dass das hier mal weitergeht. Weil ich meine, das Installieren selber hat, ja, so ungefähr 4-5 Stunden gedauert oder... Nee, Quatsch, 4-5 Stunden, einen halben Tag oder so. Und dann das Installieren selber, also hier, wenn man schon das Bild hat und so. Das hat ja auch, das glaube ich, das hat dann zwei Tage gedauert. Also das war so übelst krank. Das ist sowieso, das ist das größte Spiel, was ich jemals installiert habe. Auf jeden Fall. Racing oder Fußball war Pipifax. Oder was habe ich sonst noch? Ja, Fallout ist auch Pipifax gewesen. Aber das Spiel, das ist verdammt groß. Aber naja, es gibt ja auch 1000 Sachen, also ich meine, es gibt ja in Online jetzt ja auch diese, keine Ahnung, wie das jetzt heißt, also diese Finanzscheiß, dass man hier ein Gebäude kauft für 1 Million Dollar, was ich auch fast habe, aber fast, und dass man dann, ja, illegal Drogen verkaufen kann, dass man dann so viel Kohle bekommt, dass man dann jeden Scheiß kaufen kann, was man will. Ist klar, dass das auch ein bisschen speichernd mitnimmt, aber, tja, das Spiel ist halt auch verdammt groß. Okay, ich habe so ein Gefühl, bis ich jetzt bei der Fremden- und Flix-Hacke bin, ist erstens nicht mal mein Ausdauerbalken voll und auch, dass die Mission abhaut, denn manche Missionen verschwinden auch manchmal, also zu gewissen Uhrzeiten. Also sie kommen schon wieder, also sie sind schon immer da, aber nur
manchmal in der gewissen Uhrzeit sind sie einfach weg. Ich glaube, das könnte jetzt auch hier schon der Fall sein. Wie weit sind wir dann? Die Ausdauer. Scheiß, die waren dann. Komm schon, Michael. Brauchen Ausdauer. We need fucking Ausdauer. Das soll ich einfach so probieren, aber dann. Ich weiß jetzt schon, dass ich dann verreck, wenn ich jetzt hier das probiere. Das will ich auch nicht. Also entweder verliere ich oder ich verreck. Was ist dann das Bessere? Verlieren, oder? Ich glaube schon. Wenn ich jetzt, vielleicht wenn ich jetzt volle Gesundheit hätte, dann würde es vielleicht klappen, aber ich weiß jetzt auch nicht, wo irgendwo Automaten steht. Ja, wow, 60%, das hilft mir sehr viel. Ich weiß nicht, soll ich riskieren? Wo ist denn die Kuh? Da oben. Ein bisschen laufe ich doch. Vielleicht hilft es ja noch, aber irgendwas, ein bisschen was. Dann probieren wir es. So geil ist die, hä? Oh Gott, okay, die ist auch noch ein bisschen weit weg. Oh. Oh, und es ist schon dunkel. Es wird gerade dunkel. Und sie ist weg. Ja, das habe ich gemeint. Gut, passt. Dann laufen wir einfach zu der Mission. Passt mir auch. Okay, vielleicht dann, bevor wir dann diese Mission machen, volle Ausdauer. Denn ich weiß, wenn wir irgendwas komplett voll haben oder so, also es wird nicht weniger, es kann nur mehr werden. Also egal, wenn wir jetzt auch nur mehr dann mit Auto fahren und uns nichts mehr bewegen, es wird nicht weniger mit Ausdauer. Es wird nur mehr. Das ist wenigstens gut. Weil bei GTA San Andreas, da wurde es ja auch weniger wieder. Also logisch, es war, das ist auch realistisch ein bisschen, wenn es weniger wird dann, aber es ist so auch besser. So. Ich meine, wenn man so lange gekämpft hat und dann endlich 100% von Ausdauer hat zum Beispiel und dann, was weiß ich, zwei, drei GTA-Tage nichts läuft oder so und dann auf einmal wieder nur 90% oder so hat, das nervt dann schon ein bisschen. Das ist dann doch schon gut, dass die ganze Kacke bleibt. Ich würde es echt gerne wissen, wo hier immer Automat wäre, denn ich würde ganz gerne was trinken. I don't know. I don't fucking know. Ich habe auch keinen Plan, ob jetzt hier Michael 7000 Bar dabei hat oder ob der das bei der Bank hat oder wo auch immer. Aber ich meine ja, man kann ja ein bisschen Geld auf der Bank haben, ein bisschen Geld bar haben. Oh, hier sind so viele Mitfahrgelegenheiten, ich kann so in so vielen Autos rein. Aber ich will ja diese scheiß Ausdauer hochhaben. So eine Kacke. Aber ich mach mir auch keinen Stress, ich meine. Für was Stress? Es gibt ja auch kein, was weiß ich, ein Video-Limit für YouTube, dass man bei einem Spiel nur so viele Parts oder so machen kann. Ich meine, ich habe ja ewig Zeit, ich kann ja, was weiß ich, 1000 Videos machen von GTA. In meinem What the fuck? Ich habe ja ewig viel Zeit. Ich habe alle Zeit der Welt. Und die nehme ich mir auch. Ah, schön. Schöne Sterne. Ist irgendwo der Mond auch? Oh, hinten sieht geil aus. Da war immer gerade ein Flugzeug. Ah, hier. Zwei. Ah, sind wahrscheinlich Passagierflugzeuge, die was gerade irgendwo hinfliegen mit. Ja, mit Passagieren. Okay, und da sind Nuken. Oder? Nee. Sorry, doch, seid ihr Nuken? Nee. Nee, seid ihr nicht, glaube ich. Sind jetzt nicht so richtig knuttig aus, aber. Hallo? Ich hab dir nur geholfen, okay? Ich hab dir nur geholfen. Dein Fuß steckt im Mülleimer. Aber. Das ist ja voll verpixelt. Ich bin sehr pervers, ich weiß. Naja. Erstmal unterm Rock schauen, ist klar. So, ich glaube, jetzt sind wir bald einmal da. Oh, die hat die Angst vor mir, weil sie erst gesehen hat, dass ich den Typen geschlagen habe. Typen nämlich. Oh Gott. Find a Euro for every time someone calls.
raushauen wollte.